So, ich möchte hier an diesem Beispiel die Übung 302 erläutern. Und diese Übung ist insofern wichtig, weil hier gezeigt wird, wie man so Knotenpunkte in 2D bearbeiten kann, wenn man schon die Konturlinien für die Profile in Stahlbau vorgezeichnet hat. Apropos Konturlinien, man sieht hier, wenn man draufklickt mit der Maus, dass es sich hier um sogenannte Multilinien, also M-Linien, handelt. Ja, man merkt es, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann gibt es diese Kurzinfo, die hier aufscheint. Man sieht das auch, wenn man die Multilinie anklickt und dann hier in die Eigenschaften reinschaut, dann sieht man auch hier, das ist eine solche Multilinie. Ja, um damit arbeiten zu können, muss man diese zunächst erstmal zerlegen in wieder einzelne Linien. Also die Multilinien machen Sinn, wenn man quasi auf einmal mehrere Linien zeichnen will. Wenn man die allerdings dann hat und damit arbeiten will, um zum Beispiel hier diese Knotenpunkte zu erstellen, dann sollte man das zunächst erstmal zerlegen. Wie geht das? Ganz einfach, Sie gehen hier auf Ändern, also Start, dann die Gruppe Ändern und finden hier den Befehl Ursprung. Mit dem Befehl Ursprung lassen sich Elemente, die quasi höherer Hierarchie sind, zum Beispiel Pull-Linien, einzelne Linien, Blöcke wieder in die Ursprungsobjekte oder auch Gruppen und ähnliches quasi in die jeweils darunterliegende Hierarchie zerlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Ursprung gehe, dann zerlegt er mir das quasi hier in das Ganze in Linien. Ich mache das mal, gehe jetzt hier auf Ursprung und zerlege. Er fragt mich jetzt, was möchte ich quasi auflösen. Dann wähle ich hier die Objekte an, die beiden Multilinien, gehe auf OK und die sehen genauso aus wie vorher, nur habe ich jetzt quasi einzelne Linien, das quasi in die jeweils untere Hierarchieform zerlegt. Ja. Wenn ich zum Beispiel, was meine ich mit unterer Hierarchie? Was meine ich damit? Wenn Sie zum Beispiel einen Block haben und in dem Block ist eine Pull-Linie und Sie zerlegen den Block, dann zerlegt er das nicht quasi komplett alles in die unterste Form, sondern Sie haben danach, wenn Sie einen Block zerlegt haben, haben Sie erstmal eine Pull-Linie. Und wenn Sie dann die Pull-Linie zerlegt haben, haben Sie quasi dann Linien. Ja, das meine ich im Prinzip mit der jeweils darunterliegenden Hierarchie. Ja, jetzt haben wir das zerlegt. Jetzt kann ich ja anfangen, meinen Knoten zu bearbeiten. Bevor man das allerdings machen, lesen wir kurz mal die Aufgabenstellung durch. Das ist immer ganz wichtig, dass man da nichts übersieht. Bearbeiten Sie die Knotenpunkte des Stahlfachwerks. Okay, nehmen Sie Modellbereiche, Änderungen vor, gemäß der Vorlagen. Okay. Sie können dabei nutzdefinierte Vorlagenansicht bearbeiten. Okay. Und was bedeutet mit nehmen Sie im Modellbereich Änderungen vor, um den Träger gemäß der Vorlage fertigzustellen? Ganz einfach, wenn wir mal jetzt hier ins Layout gehen, das werden wir noch später brauchen, in späteren Lektionen, und mal auf die Voransicht gehen. Plot Voransicht, die finden wir hier. Wenn die nicht da ist, einfach hier auf den Pfeil gehen und bei den Schnellwerkzeugen oder Schnellzugriffswerkzeugkasten, so heißt das Ding. Hier die Plot-Vorschau oder Plotten, hier, nee, Plot-Voransicht, hier unten ist es, anhaken. Und jetzt kann ich hier auf die Plot-Voransicht gehen, wo ist es hier, und dann sehe ich, dass hier noch einiges zu machen ist. Ja, also die Knotenpunkte stimmen noch nicht und hier die zweite Hälfte fehlt. Und das meine ich mit der Formulierung, nehmen Sie die Änderung der Modellansicht vor. Wir haben quasi die Vorlage, die sehen wir einmal hier in der Plot-Voransicht. Die sehen wir aber auch hier in der Vorlage. Wenn ich zurück in den Modellbereich gehe, dann sehe ich auch hier, wie das ungefähr aussehen soll. Ja, das heißt, die Änderungen nehmen wir alle hier im Modellbereich vor. Hier wird quasi gezeichnet, während hier dann im Layout dann später der Plan zusammengestellt wird. Und man sieht ja auch schon im Layout, ich kann dann quasi auch Bereiche auf meinem Plan dann hier näher teilweise heranzoomen und das wiederum das Gesamtmodell darstellen, dann quasi hier einen Ausschnitt reinzoomen. Aber wie das geht, das schauen wir uns dann in den nächsten beiden Lektionen an. Also zurück zum Modell. Ich wechsle also in die Modellansicht, möchte jetzt hier weiterarbeiten, das Ganze fortführen und da wird hier darauf hingewiesen, müssen wir das Ganze in Multilinien quasi, die Multilinien quasi auflösen, das haben wir schon erledigt. Ordnen Sie die Zeichnung durch Verwendung entsprechender Layer, das werden wir dann entsprechend machen, also die Layer gibt es quasi auch schon. Das sehen wir hier für die einzelnen Elemente, die noch fehlen und bearbeiten Sie die Knotenpunkte mittels Dehnen, Stützen und so weiter.
Und irgendwo gab es noch einen Hinweis, Sie können, ja genau, wir können dazu benutzerdefinierte Modellansichten verwenden. So, okay, machen wir das mal. Ich gehe jetzt hier rein und möchte meinetwegen jetzt hier diesen Knotenpunkt hier oben bearbeiten. Dann kann ich hier auf Modellansichten gehen. Also hier sehen Sie quasi verschiedene bereits vorinstallierte Ansichten, die beziehungsweise Ansichten, die bereits in dieser Datei angelegt sind. Es gibt so gewisse Standardansichten, wie Ansicht von oben, unten und so weiter. Interessiert uns hier in 2D erstmal nicht weiter. Was uns alles interessiert, sind sogenannte benutzerdefinierte Ansichten. Und dann fehlt mir zum Beispiel eine Ansicht für den Knoten oben links. Und was macht er jetzt? Er zoomt hier ran und blendet nochmal eine Vorlage ein, damit ich das hier besser sehe. Jetzt kann ich hier mit an diesem Knoten arbeiten. Und ich werde es jetzt mal machen. Ich möchte zunächst hier die überschüssigen Linien entfernen. Das macht der Befehl Stutzen. Wähle also hier den Befehl Stutzen auf. Er fragt mich zunächst hier nach der Schnittkante. Also das soll meine Schnittkante sein. Und die Auswahl der Schnittkante muss ich jetzt noch beenden. Das können ja mehrere Schnittkanten sein. Ich könnte zum Beispiel die noch hinzufügen. Ja. Das heißt, jetzt tue ich quasi die Auswahl meiner Schnittkanten beenden. Jetzt ist die abgeschlossen. Und jetzt fragt er mich, was soll gestutzt werden? Und jetzt klicken Sie einfach auf die Seiten der Linien, die von der Schnittkante geschnitten werden, die Sie löschen wollen. Sie sehen es auch hier in der Symbolik. Ja, dieses rote Kreuz. Das heißt, das wird jetzt gelöscht werden. So, das lösche ich alles weg. Ja, Sie sehen, er schneidet quasi die Linien hier an dieser Schnittkante ab. Wenn ich damit fertig bin, Enter oder Escape. Und jetzt kann ich hier oben diese Linie jetzt auch noch löschen. Und die klicke ich einfach an, klicke jetzt hier Entfällt oder gehe jetzt hier auf den Löschbefehl. Jetzt habe ich quasi das hier unten bereinigt. Jetzt mache ich hier, erzeuge ich mir das Knotenblech, also dieses hier. Dazu werde ich diese Linien jetzt hier dehnen, nach hier außen. Ich gehe also wieder auf Stutzen und darunter befindet sich hier das Pendant dazu, Verlängern oder Dehnen. Klicke jetzt hier drauf, wähle jetzt hier meine Dehnkante, das ist einmal diese. Und einmal diese. Gehe jetzt auf Enter. Und ach, hier oben habe ich noch vergessen. Nochmal. Also diese, diese und diese. Also diese drei Linien. Gehe auf Enter. Und klicke jetzt hier diese Linie an. Aufpassen, die geht zunächst bis zu dieser Kante. Wenn ich nochmal drauf klicke, geht es bis zur äußeren. Jetzt diese und diese. So. Ja, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir jetzt hier die Linien auftrennen, damit wir hier dieses Knotenblech bekommen. Dazu werde ich jetzt hier einfach die Linien brechen mit dem Befehl Bruch. Mache einfach hier aus einer Linie 2. Gehe also auf Ändern, wähle hier Bruch, an Punkt Brechen, wähle die Linie aus und den ersten Punkt bekannt, wiederhole den Befehl mit der Leertaste, wähle die Linie aus und breche sie hier an diesen Punkt. Wiederhole den Befehl nochmal mit der Leertaste, wähle die Linie aus und breche diese hier. Jetzt haben wir diese und die unten auch nochmal. Also Leertaste, Linie auswählen und brechen. So, jetzt hat er mir das hier diese Lücke eingebaut. Warum er das mit so einem Versatz macht, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Haben wir nie herausfinden können, wie man das irgendwie abschalten kann. Aber okay, tue es halt noch korrigieren, klicke jetzt die Linie an, fasse jetzt hier am Griff an und schiebe einfach diesen Punkt wieder hierher. Über ein Objekt fahren kann ich den Endpunkt hier hinten einfangen. Auch noch diesen Punkt anklicken, hier auf Strecken gehen und das hier bis hierher führen und hier oben auch nochmal die Linie anklicken und nach hier erweitern. So, zum Schluss müssen wir das Ganze wieder zusammenfassen zu einer Linie, dass das hier eine Pull-Linie wird. Dazu markiere ich mir halt diese vier Linien mit dem blauen Auswahlrechteck, beziehungsweise mit dem Rechteck, wo ich quasi links oben, ich klicke einmal hierher, lasse die Maustaste los und fahre dann von links oben nach rechts unten. Und wenn ich diese Auswahlmethode verwende, dann bedeutet das, dass nur die Objekte eingeschlossen werden, die vollständig im Auswahlrechteck liegen. Also Sie sehen, diese beiden Linien sind vollständig eingeschlossen. Sobald ich jetzt noch weiter rüber fahre, kommen auch die anderen Linien dazu, sobald sie vollständig im Auswahlrechteck sind. Alle anderen Linien, die halt nur angeschnitten sind, kommen nicht in die Auswahl. Okay, sobald alle vier vollständig sind,
Klicke ich nochmal und habe jetzt hier meine Auswahl getätigt. Jetzt kann ich das Ganze hier auf einen anderen Layer legen, auf den Layer Kopfblech. Jetzt ändert sich die Farbe nicht. Das liegt einfach daran, dass hier wahrscheinlich nicht auf von Layer steht bei Farbe. Sie sehen da also irgendwie eine unterschiedliche Auswahl. Also gehe ich hier oben ein, sage hier von Layer. Jetzt ist das Ganze grün, immer noch ausgewählt. Die Farbe wurde quasi vom Layer übernommen. Und zum Schluss möchte ich das Ganze noch in eine Pull-Linie verbinden, zu einer Pull-Linie verbinden. Gehe also hier auf Ändern und dann auf Verbinden. Das ist dieses hier. Und jetzt hat er mir hier eine Pull-Linie draus gemacht. Ja, wenn ich damit fertig bin, nochmal kurz Vergleich. Und ich sehe hier, dass das dem der Vorlage entspricht. Bevor wir jetzt hier weitermachen, nochmal kurz ein Blick hier in die auf unser Gesamtsystem, und da sehen wir, dass wir eigentlich hier so einen Rahmen haben sollten. Das heißt, das Ganze ist symmetrisch um die Mittelachse. Das gibt uns die Möglichkeit, nur eine Hälfte zu zeichnen, das Ganze dann in einen Block umzuwandeln und den Block einfach zu spiegeln. Und so haben wir quasi alles nur einmal da und haben wir keine sinnlosen Redundanzen. Ja, machen wir das vielleicht jetzt mal. Ich schalte mal hier die Vorlage aus. Dazu mache ich einfach den Layer aus, wo die drauf ist, und markiere mir hier die Elemente, die ich zum Block zusammenfassen will. Gehe also hier auf Einfügen, dann auf Block erstellen, gebe dem Block einen Namen, den nenne ich einfach mal Trägerhälfte. Dann gehe ich da Auswahlpunkt, also Einfügepunkt, das soll hier der Mittelpunkt sein, also dieser hier. Und die Elemente, also Objekte, werden wir jetzt nochmal ausgeben, also Objekte wählen. Und jetzt wähle ich hier über das Kreuzen erstmal hier diese Linien aus. Und den Rest nehme ich nicht mit, also das hier noch vielleicht, das hier. Ja, das geht im Block. Gehe auf Enter, habe quasi meine Elemente ausgewählt und der Rest ist erstmal weiter. Ich war davon belang. Okay, gehe auf OK. Jetzt hat er mir einen Block draus gemacht. Und diesen kann ich jetzt spiegeln. Ich habe mir jetzt gerade aktiviert. Gehe jetzt auf Start, dann auf Spiegeln. Wo ist es? Hier. Und spiegel den jetzt einfach hier um die Symmetrieachse und löschen nein und habe jetzt quasi hier diesen Block zweimal drin, aber er ist in Wirklichkeit nur einmal da. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Änderung vornehme, wird sie hier entsprechend auch mit abgebildet. Es ist so eine Art wie eine Verlinkung. Ja, das können Sie sich das vorstellen. Ja, das Element ist nur einmal gespeichert in unserer Datenbank, also in unserer Zeichnungsdatenbank, aber man kann sie halt mehrfach abbilden. Das ist der Vorteil von so einem Block, unter anderem. Ja, jetzt machen wir nochmal vielleicht einen Gesamtblock draus, aus diesen beiden Trägerhälften. Das sind halt Aufgabenstellungen so erwünscht. Also gehe ich jetzt hier nochmal wieder auf Block erstellen, einfügen, Block erstellen. Nenne das Ganze jetzt Träger. Der Einfügepunkt bleibt in dem Fall bei 0,0, also hier direkt hier in dem Punkt, das ist okay. Jetzt gehe ich hier auf Objekte wählen, wähle die Trägerhälfte an und die Trägerhälfte, gehe auf OK, auch einen Block konvertieren und habe jetzt hier quasi einen Block draus gemacht. Wir finden die Blöcke jetzt hier wieder, wenn wir auf Einfügen gehen, dann sehen wir jetzt hier einmal die Hälfte und hier den Gesamtträger. Ich tue nochmal hier zum Spaß einfach nochmal platzieren und ja, den Teil der Aufgabe haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir noch die weiteren Knotenpunkte bearbeiten, den hier haben wir, jetzt haben wir noch den hier drüben und den hier in der Mitte. Ich mache mal diesen hier, dazu gehe ich auf die entsprechende Ansicht. Also hier haben wir installiert Knoten Mitte. Ja, zeigt mir jetzt hier das Ganze an. Jetzt, wenn ich den Block bearbeiten will, ist das gar nicht mehr so einfach. Ich kann nicht wie vorhin jetzt einfach hier losstutzen, sondern jetzt muss ich hier in den Block-Editor rein, oder das heißt in den Block-Bearbeitungsmodus, da gibt es zwei Varianten. Ja, die zeigt zunächst die klassische. Sie gehen einfach hier auf Block-Editor, einfach Block anklicken und dann Block-Editor wählen, oder rechte Maustaste, Block-Editor.
Eleganter ist es in dem Fall, das allerdings so zu machen, dass wir einfach sagen, gehen hier auf Block Editor, jetzt zeigt das Ihnen die Blöcke an, die in dieser Zeichnung vorhanden sind. Sie finden jetzt hier den Gesamtträger oder Trägerhälfte. Ich gehe mal auf Trägerhälfte und auf OK. Jetzt könnte ich jetzt hier konstruieren. Der Nachteil ist, bei dieser Methode sehe ich nie wirklich meine Vorlage, weil ich sehe wirklich den Block nur isoliert im Editor und kann halt den nur isoliert bearbeiten. Ja, ich werde es trotzdem jetzt mal machen. Also ich werde jetzt hier die Sache noch bereinigen hier unten. Ich gehe also auf Start, dann auf Stutzen und nehme das hier als meine Schnittkante und lösche das hier entsprechend weg. Zum Schluss noch diese Linie. Und wenn ich damit fertig bin mit Block bearbeiten, kann ich das Ganze hier schließen. Block Editor schließen. Und jetzt fragt er mich, ob ich das speichern will oder verwerfen will. Also Sie können auch, wenn Sie irgendeinen Fehler gemacht haben, sagen, okay, ich möchte das nicht übernehmen und dann bleibt der Block unverändert. Oder wenn Sie sagen, okay, ich möchte speichern, wird das Ganze gespeichert und ist jetzt überall, ja, bei allen Referenzen kann man diese Änderung jetzt sehen. Ja, das ist eine Variante, das zu bearbeiten über den Block Editor. Das war hier, oder einfach anklicken, rechte Maustaste, Block Editor. Der Nachteil ist an dieser Methode, Sie sehen nur den Block im Editor. Die anderen Sachen sehen Sie nicht. Wenn Sie Bearbeitung durchführen wollen, wo Sie auch das Gesamtmodell sehen, es kann durchaus sein, dass Sie im Prinzip am Block arbeiten und wollen noch Sachen, brauchen dazu noch irgendwelche Bezüge vom Gesamtmodell, dann gibt es noch eine andere Variante. Die geht, glaube ich, nur über die rechte Maustaste. Einfach den Block auswählen, dann rechte Maustaste und sagen Block an jeweiliger Stelle bearbeiten. Bevor ich es allerdings mache, werde ich hier nochmal kurz die entsprechende Ansicht einstellen, nämlich hier Knoten unten links. Das wäre jetzt dieser Knoten. Jetzt klicke ich hier drauf, sage Block an jeweiliger Stelle bearbeiten. Er bietet mir jetzt wieder die Blöcke an, die da sind. Trägerhälfte, einmal diese, dann die da drüben. Ich nehme hier diese, also der Titerhydro ist quasi jetzt hervorgehoben. Und der möchte ich jetzt arbeiten. Und der Vorteil an dieser Methode ist, ich bleibe im Modellbereich. Ich sehe jetzt auch noch die anderen Teile des Modellbereichs. Und die komme ich jetzt zwar nicht ran, aber ich sehe sie und könnte auch hier Punkte fangen von denen und so weiter. Und kann jetzt hier meinen Block bearbeiten. Ich könnte, im Übrigen kann ich auch bei dieser Methode Elemente zum Block hinzufügen und vom Block entfernen. Ja, das heißt, Sie können quasi jetzt Elemente, die bereits gezeichnet wurden, aber die noch nicht zum Block zugehören, mit dieser Schaltfläche hier hinzufügen, oder Sie können auch sagen, ich entferne einfach irgendwelche Sachen aus meinem Block heraus. Ich werde dann kurz demonstrieren, dass ich irgendwas entferne, wie das passiert. Gehe also hier auf Entfernen, klicke zum Beispiel hier auf die und die Linie, gehe auf Enter und jetzt ist es quasi festgelegt. Man sieht es daran, ich komme nicht mehr ran. Ja, Sie können sich zwar jetzt noch anklicken, aber Sie können sie es werden nicht mehr hervorgehoben, Sie können sich verändern, weil es nicht mehr zum Block gehört. Sie ist quasi hier so leicht abgeschwächt dargestellt. Wenn ich das Ganze jetzt hier bestätige, Änderungen speichern, wenn ich jetzt hier rausgehe, kann ich entweder Änderungen speichern oder verwerfen. Ich gehe auf Speichern, er fragt nochmal nach, ich sage okay. So, also wenn ich jetzt hier den Block wieder verlasse, dann sehe ich jetzt hier, ist er zwar noch da, weil es sind quasi die Linien, aber hier bei meinen anderen Blockabbildungen ist sie nicht mehr da. Ja, weil ich sie aus dem Block rausgenommen habe und wieder im Modellbereich zugeordnet habe. Genau, kann ich umgekehrten Weg gehen. Ich gehe also hier wieder auf meinen Block, dann rechte Maustaste, an jeweiliger Stelle bearbeiten, wähle hier die Trägerhälfte aus und sage jetzt zu Block hinzufügen. Wähle die beiden Linien an, diese, gehe auf Enter, übernehme die Änderung und jetzt ist die Linie wieder da. Ja, das geht, dieses Hinzufügen und Entfernen von Elementen aus dem Block heraus, das geht nur mit dieser Methode an jeweiliger Stelle bearbeiten. Okay, machen wir weiter. Ich möchte jetzt hier noch diesen Knotenpunkt fertigstellen, also mache das jetzt wieder über Block an jeweiliger Stelle bearbeiten, wähle den Block aus, gehe auf OK und gehe jetzt ähnlich vor wie bei dem anderen Knoten. Ja, ich werde es ein bisschen anders machen vielleicht, damit ein bisschen Variation hier reinkommt. Ich werde zwar schon erweitern. Ich werde eine andere Methode wählen. Ich könnte ja sagen, okay, das Knotenblech geht von hier bis hier. Dass ich, ja, das Dehnen ist, glaube ich, schon zu empfehlen. Das könnte man schon machen. Dass ich sage, ich gehe also hier auf Start, dann auf
dehnen oder verlängern. Verlängere einfach die Linie nach hier und ich überlege nur, ja, und die nach hier unten. Machen wir auch noch, das machen wir auch noch mit. Also wiederhole ich nochmal der Leertaste, Grenzkante und die nach hier. Und jetzt könnte ich, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht will, dass jetzt die, könnte meinetwegen jetzt einfach diese Polylinien drüber zeichnen. Ja, ich gehe jetzt also auf Start, wähle hier den Layer aus. Das war zu falsch, also dieser hier. Layer, wie heißt das hier, Kopfblech. Geht dann auf den Befehl Polylinie und im Objektfang Schnittpunkt zeichne es einfach drüber. So, und gehe auf Schließen. Mache jetzt den Layer aus. Wo ist er jetzt hier? Kopfblech, den mache ich jetzt aus. Mache den Layer 0 aktuell. Den Layer Kopfblech aus. So, jetzt, Sie sollen vermeiden, dass Linien übereinander liegen. Deswegen werde ich jetzt das Ganze noch hier bereinigen. Schmeiße also die anderen Linien raus. Das mache ich mit dem Befehl Stutzen. Jetzt hier Stutzen. Grenzkante kann man doch sagen, alles. Es geht jetzt auf alles, quasi alles in die Grenzkante. Und jetzt schmeiße ich einfach alles raus, was jetzt hier zu dem Knotenblech nicht mehr gehört. Das ist jetzt das. Das. Und das lösche ich einfach. So. Hier das Knotenblech wieder einblende. Und habe ich das auf diese Art und Weise, könnte man theoretisch den Knoten auch zeichnen. Achten Sie darauf, dass Sie sollten vermeiden, dass Linien übereinander liegen. Ja, weil sonst können Sie eventuell Probleme bekommen später bei den Strichstärken. Wobei, jetzt habe ich, sehe ich gerade schon etwas zu viel gelöscht. Das ist ungünstig. Hier fehlt noch eine Linie. Da war ich etwas zu voreilig. Kein Problem. Tu einfach die Linie strecken nach hier drüben. Es braucht einen entsprechenden Objektfang. Und da wählen wir angenommener Schnittpunkt. Machen Otto noch ein. So. Ja, und so können Sie das theoretisch auch korrigieren. Sie hätten es auch dehnen können, aber ich, ja, das sieht eigentlich gut aus. Und hier habe ich vergessen, das noch zu stutzen. So. Das können wir einfach so zurücknehmen. Jetzt passt. Wenn ich fertig bin, kann ich die Änderung speichern und sie sind überall übernommen. So, ich schalte mal kurz die Vorlagen aus. Und hier das Raster, hier ist auch eine Vorlage zu sehen. Mit F7, das Raster sieht man ein bisschen besser. Hier unten einfach hier Raster ausschalten. Und das wäre jetzt hier der fertige Träger. Die Linie können wir löschen. Und so sieht es fertig aus. Wenn wir das Ganze nochmal anschauen im Druck, den löschen wir wieder raus. Das ist ja nur zum Üben gewesen, für Demonstrationszwecke, um die Wirkungsweise des Blockes zu erläutern. Wenn ich mal ins Layout jetzt reinschaue, dann sehe ich jetzt hier mein fertiges Layout. Das sind quasi die Knotenbleche, oder die Knotenpunkte fertig. Wenn ich jetzt hier auf Vorschau gehe, sieht man jetzt auch hier, dass das entsprechend jetzt abgebildet wird. Okay, so viel zu dieser Übung.